Mit welchen Spielern kann man im Moment leicht Gewinn machen? Welche Spieler kann man im Moment gut snipen? Diesem Thema werden wir uns heute widmen. Let's go! Und zwar gibt es im Moment einige Karten, mit denen man gut Gewinn machen kann. Und zwar habe ich in diesem Video ein paar reingepackt und ein paar richtig, richtig schöne Snipes von mir. Und zwar ist zum einen hier der erste direkt mal Bruma für 2700 geholt und für 3400 Münzen wieder verkauft. Ich denke mal, das geht komplett in Ordnung. Ein richtig, richtig schöner Gewinn. Der nächste Spieler ist Sigurdsson für 3500 Münzen ersniped. Ja, wie man sniped, wisst ihr, denke ich, ihr müsst den Beatpreis, den maximalen, immer wieder ändern. Ich packe den immer auf 10 Millionen hoch, es ist eh komplett egal. Und dann immer wieder neu suchen, ja, und dann findet ihr neue Karten. Wichtig beim Snipen ist, ihr müsst auch schauen, dass die EA-Gebühren mit einberechnet sind, die liegen bei 5%. Die könnt ihr euch ausrechnen, indem ihr den Verkaufspreis mal 0,95 rechnet. Dann seht ihr, für wie viel ihr den Spieler reinstellen könnt und dann seht ihr halt eben, ja, wie hoch die EA-Gebühren sind. Bei einem Spieler, den ich für 4000 Münzen reinstelle, liegen die EA-Gebühren bei 200 Münzen circa, ja. Dann habe ich hier den Keen bekommen. Für 4000 Münzen stellen wir für 4900 Münzen rein. Das sind so circa 700 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte. Ja, probiert einfach mal die Spieler aus, die ich hier reingenommen habe. Ihr könnt aber auch gerne andere Spieler probieren. Am besten gehen Spieler, die nicht hoch geratet sind und in einer guten Liga spielen und gute Werte haben. Beispielsweise Keen, 72 Tempo, 82 Defending, 82 Physis. Nur ein 81er Rating. BPL, perfekt geeignet, um ihn zu snipen. Also das sind so Spieler, die ganz gut funktionieren. Die Spieler dürften nicht zu hoch geratet sein. Und ja, wieso funktioniert das gerade so gut? Weil gerade viele Leute Packs ziehen. Es ist Anfang von FIFA 18, alle ziehen Packs, alle stellen die Spieler einfach rein und da sind dann teilweise halt auch günstigere Karten drinnen. Ja, da stellt jetzt nicht jeder den Spieler für den perfekten Preis rein, sondern da denken sie sich, ich hau den jetzt für 4K einfach rauf und hoffe, dass er gekauft wird. Ich schaue nicht genau nach, für wie viel er wirklich geht. Und deswegen bekommen wir auch hier zum Beispiel einen Keen für 4300. Können ihn für 600 Münzen mehr verkaufen, circa 200, 300 Münzen EA-Gebühren. Das heißt eben auch so 300, 400 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte. Nächster Spieler ist hier Gray, 77er Rating und wahnsinnig gute Werte, habe ich auch in meinem Team drinnen. Für 500 Münzen mehr können wir den verkaufen, sind auch wieder so 300 Münzen Gewinn circa. Der nächste Spieler ist Klein von Liverpool, also ihr seht schon, ich bin ziemlich viel in der Premier League unterwegs, weil dort einfach die Spieler am teuersten sind, am überteuersten, sage ich mal. Klein können wir, haben wir gekauft für 5.300, verkaufen wir für 6.000 Münzen. Am Ende machen wir natürlich auch eine Abrechnung, wie viel Gewinn wir gemacht haben mit diesen Karten. Der nächste Spieler ist Seri, ja, auch ein sehr, sehr overpowerter Spieler. 82er Rating, aber wahnsinnig starke Werte, sehr, sehr gute Allround-Werte. 3.700 haben wir für ihn bezahlt und verkaufen können wir ihn tatsächlich für 4.700, also für 1.000 Münzen mehr. Und ja, ihr müsst den Filter halt auch einfach so einstellen, dass ihr da Gewinn macht. Und jetzt stürzt gerade mein Schnittprogramm ab. Sehr, sehr nice. Wir sehen uns gleich wieder. Und weil es so schön war, ist jetzt auch noch mein ganzer PC abgestürzt. Aber ich glaube, wir waren so circa hier. Wir haben uns jetzt noch einen weiteren Serie geholt für 4200 Münzen. Ja, es läuft leider nicht immer perfekt, auch während der Aufnahme kann mal der PC abstürzen, aber so ist das eben. Und ja, jetzt stellen wir den noch rein für 4700 Münzen und dann sehen wir jetzt die Abrechnung, ja. Wir haben 11 Spieler verkauft. Wie viel Gewinn haben wir gemacht? Das ist jetzt natürlich das Interessante. Wir schauen uns zuerst die Ausgaben an. Die liegen bei 43.000 Münzen. Die Einnahmen liegen bei 50.900 Münzen. Und das heißt, der Gewinn liegt bei 7.900 Münzen. Fast 8.000 Münzen mit 11 Spielern. Also sehr, 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 sehr nice, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist an sich auch schon der Trading-Tipp gewesen. Also versucht wirklich, Spieler zu snipen, die in einer guten Liga spielen. Vielleicht sogar eine halbwegs gute Nation haben. Wichtig ist aber, dass sie gute Werte haben und nicht so hoch geratet sind. Und ja, Freunde, damit war es das mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst gerne mal ein Abo nach oben da. Also, Abo nach oben. Alles klar. Falls du neu bist, lasst gerne ein Abo da. Das wollte ich natürlich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt immer High Hopes und ciao.